Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem Pringles Eier-Sandwich im Test. Hier könnt ihr es nochmal ganz genau sehen. Ich habe mir aus Japan, wo ich damals diese Red Bull-Dose Ocean Blast bestellt habe, auch noch etwas anderes mitbestellt, nämlich diese Pringles. Wir hatten vor kurzem ja auch noch Pringles Trüffel im Test. Die fand ich richtig, richtig gut aus Japan. Eier-Sandwich, muss ich sagen, ist ehrlicherweise für mich eine kleine Mutprobe. Ich habe hier, glaube ich, auch schon mal Pringles mit Eiergeschmack getestet. Das waren, glaube ich, Pringles à la Egg Benedict, à la Eier Benedict, glaube ich, oder so. Und ich habe gerade gesehen, zufälligerweise passen meine Farben auch wirklich perfekt zu der Dose hier. Gelbes T-Shirt und der rote Pullover. Müsste mir nur noch so ein Pringles-Bart wachsen lassen, aber der November bzw. Movember ist jetzt auch vorbei. Von daher muss ich mich einfach demnächst ein bisschen länger darauf vorbereiten. Ich glaube, für so ein Bart bräuchte ich auch wahrscheinlich ein halbes Jahr. Mal gucken. So, ich werde mal gleich die Dose öffnen und dann meine Nase da reinstecken. Und ich sag's euch wirklich, also diese Eiersorten von den Pringles, ei, ei, ei. Hier ist auch noch wirklich sehr gut verpackt. Und Pringles, außergewöhnliche Sorten, ja, die findet man auch wirklich in Japan, in China, in Hongkong und jetzt hier beim Guru. Und es riecht gar nicht so schlimm. Es riecht, ja, als wenn man den Geruch sehen könnte. Sorry, ich wollte mal nur zeigen, wie die aussehen. Die sind gefühlt ein bisschen kleiner. Ich mache trotzdem mal kurz eine Großaufnahme, damit ihr mal einmal die Form und auch vielleicht das Würzpulver dieser Pringles visualisieren könnt. Bis gleich. Pringles mit Eier-Sandwich-Geschmack. Und für alle, die genauso wie ich kein Japanisch können, hier seht ihr nochmal auf dem Symbol, dass hier genauso eine Art Eier-Sandwich dargestellt ist. Und genauso sollen auch die Chips schmecken, die jetzt hier in meiner Hand liegen. In mega Großaufnahme. Hier könnt ihr das Gewürzpulver erkennen. Und ich zoome jetzt so ein bisschen raus, beziehungsweise, damit ihr die Größe abschätzen könnt, die scheinen wirklich etwas kleiner zu sein als unsere deutschen Pringles. Und jetzt wird probiert. Ich sag mal, guten Appetit. Das Gesichtskino, was hier gerade abläuft, beschreibt zu 100%, was gerade auf meiner Zunge stattfindet. Wow. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin auch nicht der Freund von Eier-Sandwich. Aber wenn man, oh Gott, wenn man Eier-Sandwich mag, dann ist das die Top-Sorte. Denn die trifft den Geschmack wirklich zu 100%. Sie riecht ja sehr harmlos. Aber wenn man es im Mund hat, yeah, dann knallt das voll rein. Ja, es ist eine Mutprobe, ihr Lieben. Also dieses, was Eier so manchmal haben, diesen kräftigen Geschmack, so einfach Ei halt. Das zieht so durch die Nase. Also, man sagt ja auch manchmal, so ein Pups, der riecht wie faule Eier. Sorry fürs Bild. Es schmeckt nicht wie faule Eier, aber dieser typische Eiergeruch, der so intensiv ist. Uiuiui. Ui. Boah. Also wenn es irgendwann mal eine Mutproben-Challenge gibt oder ihr wollt euch wirklich vertrauen, probiert die mal aus. Das ist echt krass. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe ja gesagt, ich bin nicht so ein Eier-Sandwich-Fan, aber geschmacklich ist die Sorte für Eier-Sandwich-Freunde echt gut gelungen. So, also auf meinen persönlichen Geschmack rankt die bei 2 Punkten. Aber als Sorte, die den Wunsch hier komplett erfüllt, wird die geschmacklich 9 Punkte bekommen, damit ihr das mal einordnen könnt. Also bei mir ist es geschmacklich 2. Wenn ich halt, boah, da schüttelt es mich echt total, weil ich halt nicht so ein Eier-Sandwich-Fan bin, aber ich trotzdem solche Sachen gerne teste. Aber wie gesagt, gut gelungen. Die Sorte ist gut gelungen, weil sie das Sortenversprechen erhält und mich deswegen auch so leicht gruselt. Ja, deswegen geschmacklich von mir 2 Punkte, aber die Sorte an sich 9 Punkte, weil sie voll auf die 12 ist. Das ist schon gut
gelungen. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!